einfach mein Intro versaut. Ja, das hast du gerade gemacht, das ist richtig, ja. Durch deinen komischen Dennis Nedry, der gerade auch gar nicht zum Thema passt. Ich brauche extra Emojis, die eingeblendet werden fürs Thema Kong und Godzilla. Denkst du, Kong kann gegen Ghidorah gewinnen? Nein, auf gar keinen Fall. Du, ich würde nicht mal so weit gehen und sagen, dass Kong stärker ist als Godzilla. Das habe ich auch nie gesagt, meine ich. Das wäre auch dumm. Godzilla ist definitiv stärker als Kong. Es ging mir hierbei nur um diesen Kampf. Nur um diesen einen Kampf, wo ich gesagt habe, den hat Kong einfach gewonnen. Aus welchen Gründen auch immer, wir klären jetzt mal ganz kurz, dass dieser Kampf, egal wie er das alles dreht und wendet, kommt Godzilla da nicht allzu gut bei weg. Godzilla war erst am Ende voll evolved, finde ich. Kann man interpretieren, aber eigentlich hat er am Ende einfach nur seine Atomic Press abgeschossen. Passt mal auf, da sind wir doch jetzt schon richtig drin. So, das brauchen wir jetzt hier. Wir müssen uns jetzt erstmal eine Ausgangssituation verschaffen, um zu verstehen, warum ich finde, dass Kong einfach diesen Kampf locker gewonnen hat. Passt auf. Okay, Zeichenkünste, wie kann ich hier die Farbe wechseln? Da, wir nehmen einfach mal grün für Godzilla. Ja? Ich muss da jetzt keinen Godzilla malen, das könnt ihr euch auch einfach merken. Das hier ist grün für Gods, ne? Nehmen wir es einfach mal Gods, die Abkürzung ist Godzilla. Und wir nehmen dann ein schönes Stuhlgangbraun für Kong. Das nehmen wir das hier. So. Nennen wir es Kong. So, das G sparen wir uns einfach, sonst wäre es keine Abkürzung mehr. Also. Folgendes. Wir haben jetzt hier eine Kräfteskala. Die müssen wir uns ganz kurz einzeichnen. Und zwar ist das wie folgt gewesen. Wir haben den Film Godzilla vs. Kong gesehen. Da kann man, glaube ich, nicht widersprechen, wenn ich sage, dass im Film Godzilla vs. Kong Godzilla einfach immer die Oberhand hatte. Es gab keinen Augenblick, in dem Kong in irgendeiner Hinsicht mächtiger war als Godzilla. Das heißt, wir hatten ein Kräftelevel gehabt. Na, machen wir das einfach mal so. Das ist jetzt hier Godzillas Kräftelevel. Und das von Kong, das war vielleicht so. Ja, das ist also, da ist ein riesiger Unterschied. Da ist dann quasi hier die Differenz. Das heißt, Godzilla war von Anfang an mächtiger als Kong. Jetzt kommt's, passt auf. Weil Leute immer wieder meinen, ja, der hat aber auch einen Handschuh von den Menschen bekommen, deswegen wäre er stärker. Godzilla hat dann im neuen Film, na, machen wir das mal in den richtigen Farben, einmal ein komplettes Atomkraftwerk ausgesaugt in Frankreich und hat sich damit noch einmal stärker gemacht. Danach hat er noch die gesamte Macht von Tiamat absorbiert, der, glaube ich, sogar Energie aus der Sonne irgendwie gelagert hatte. Jetzt müssen wir das hier mal ein bisschen kleiner machen, sonst komme ich damit nicht ganz hin, glaube ich. Es ist auf jeden Fall, das Kräftelevel geht auf jeden Fall ein Stückchen weiter nach oben noch. Wie kann man denn jetzt hier mehr... Ich habe das dumm angefangen, ich hätte weiter unten anfangen müssen zu zeichnen. Ist egal. Das heißt, das hier ist das Ausgangslevel, das wir eigentlich hätten. Wer will mir jetzt erzählen, dass Kongs Handschuh von diesem Punkt hier das hier übertreffen würde? Das ist doch vollkommener Bullshit. Mit diesem Handschuh würde Kong maximal, vielleicht so weit nach oben kommen. Der kann ja nichts, der Handschuh, außer Elektroschläge verteilen, was aber auch kaum vorgekommen ist. Das ist das Kräftelevel. Das heißt, Godzilla müsste durch seine zwei Verwandlungen erneut... Das ist jetzt ein bisschen weiter oben drüber, macht aber nichts. Diesen ganzen Bereich hier als Überschuss an Kraft haben und hat trotzdem einen K.O.-Punch kassiert. Deswegen ist die ganze Argumentation mit, ja, der hat aber einen Handschuh gehabt, ist einfach Bullshit. Das ist scheißegal. Kong hätte Godzilla nicht ohnmächtig boxen dürfen. So. Jetzt ergibt der Film nichts mehr. Was? Jetzt ergibt der Film nichts mehr. Okay. Der Satz aber auch nicht. Er hat ihm Sand in die Fresse geworfen. Das Foul. Ja, sowas zum Beispiel. Das ist, ey, wenn das ein fairer Kampf gewesen wäre, klar. Aber es war genauso ein Kampf gewesen, wie auch der in Godzilla vs. Kong. Genau das war es auch hier gewesen. Zumindest für Godzilla. Das ist wie, wenn wir einfach sagen, ja, Godzilla hat den Kampf ja auch nicht gewonnen in Godzilla vs. Kong.
Weil er hat ja Kong auch am Leben gelassen. Ne? Kong war ja, hat ein bisschen mit dem Tod gerungen zwar, aber Godzilla ist dann einfach abgehauen und hat ihn quasi sich selbst überlassen. Was in diesem Film jetzt hier passiert ist, dass Kong an eine Situation kommt, wo er komplett entscheiden kann, was jetzt passiert. Wenn du in einem Kampf komplett die Entscheidung hast, wenn du den Kampf so kontrollierst, dass du jetzt entscheidest, ob der Gegenüber stirbt in dem Fall sogar, dann hast du diesen Kampf gewonnen. Jetzt schauen wir uns mal den Clip dazu an und gucken, ob vielleicht das sogar genau passiert ist. War Kong vielleicht am Ende oder mitten im Kampf genau an dem Punkt, wo er selber hätte entscheiden können, ich töte dich jetzt, ohne dass Godzilla hätte irgendwas machen können. Ich erinnere mich da, glaube ich, so ein bisschen, das ist so vorgefallen. Aber wir gucken einfach mal rein. Und dann quatschen wir da mal drüber. Ist ja älter geworden und die Sonne, ich meine Sonne, das ist das Ding von den Polarlichtern. Da müsste der Balken noch doppelt, ja, ey, der Balken hätte echt noch höher sein müssen. Es geht mir nur darum, um einfach mal zu zeigen, warum das Argument, ja, die hat halt einen Handschuh gehabt, ist totaler Bullshit. Also, das Vieh hat sich gerade zweimal weiterentwickelt in einem Film aufgrund von einer Masse an Radioaktivität. Da ist der Handschuh, sollte eigentlich nicht so, ne? Ich bleib dabei, eines der besten und visuell stärksten Kämpfe nach dem Sea-Fight. Die Wüste, die Inszenierung, Optik einfach gut. Stimmt aber eigentlich, ja. Der Endfight vom Film, der war mir auch zu viel. Das war nur noch, ja, zu viel Zeug einfach. Da war der Wüstenfight auch tatsächlich geiler gewesen. Und den schauen wir uns jetzt an. Switchen wir mal rüber. Da haben wir ihn auch schon. So, jetzt müsst's wieder laufen. Nix Lack of Doom. Das war einfach nur die Kamera. Ich habe das Problem aber auch gefunden bei der Kamera. Ich habe mir mal beim Edeka oben so ein Verbindungskabel gekauft, ne, von Kamera eben zum Laptop. Und das Kabel ist wohl irgendwie im Sack. War halt so ein billiges Kabel, aber ich dachte mir, was soll das schon mehr können als ein teures? Und die Antwort ist, es hält anscheinend länger, wenn es teurer ist. Ich wollte nämlich auch letztens mit diesem Kabel meine Kamera aufladen, den Akku. Und da hat das auch gesponnen. Da musste ich da immer so rumknicken, bis da irgendwas geklappt hat. Und ich glaube, das hat dem Teil jetzt irgendwie den Rest gegeben. Na gut. Wenn das Bild wieder einfrieren sollte, dann nicht erschrecken. Wir schauen jetzt auf jeden Fall mal rein in den Kampf Godzilla and Kong in Egypt Full Scene. Also die Kampfszene zwischen Godzilla und Kong. Auf geht's. Lustig aber, dass das tatsächlich einfach auch ursprünglich ein Gerücht gewesen ist, ne? Dass Godzilla auf Kong losgeht, weil er aus der Hohlerde rauskommt und deswegen Godzilla direkt denkt, du bist schuld an irgendwas und dann auf ihn losgeht. Das ist ja, ne? Tatsächlich so ein bisschen so. Und Godzilla geht einfach jetzt mit demselben Zorn, mit derselben Aggression, mit derselben Intention auf Kong los, wie in Godzilla vs. Kong. Er will Kong einfach platt machen. Das ist jetzt sein Ziel. Und Kong ist noch sehr defensiv bis jetzt. Er will noch zeigen, ey, da unten ist was, du Trottel. Es leuchtet. Und Godzilla ist auch nicht sonderlich schlau. Nach wie vor nicht. Man muss ganz ehrlich sagen, als Godzilla das Atomkraftwerk in Frankreich aufgesaugt hat, da hat man gesehen, wie er diese Drohnen kaputt gemacht hat, indem er dann diese Explosion aus sich heraus hat geschossen. Hätte er das auch bei Kong gemacht, wäre der auch tot. Aber Godzilla ist nicht so helle, glaube ich, manchmal. Also im Monsterverse kommt der wirklich ein bisschen dumm rüber. Seit Godzilla vs. Kong aber erst. Seit Adam Wingard gemeint hat, ey, lass mal mehr über Kong erzählen. Das wollen die Leute sehen. Godzilla hat ja auch nicht alles eingesetzt. Das sage ich ja gerade. Da ist nur die Frage, aber warum nicht? Das ist kein Argument. Das ist keine Ahnung. Das ist, lieber Felix, wie wenn... Keine Ahnung, wir treffen uns irgendwo in der dunklen Gasse. Ich habe gerade meinen Rappel und will auf dich losgehen und will dich niederschlagen. Und kann aber eigentlich, was weiß ich, Kickboxen, irgendwas ganz krasses. Setz es aber einfach nicht gegen dich ein und du haust mich aber einfach kurz vorher K.O. Dann hast du diesen Kampf gewonnen. Da kann ich nicht einfach sagen, ich habe ja nicht benutzt, was ich alles kann. Das ist dann ja meine eigene Schuld. Warum nutzt Kong also nicht das, was er, Godzilla nicht das, was er kann? Das ist ja dann dumm. Das meine ich. Das ist ja nicht schlau. Das ist ja einfach dumm, wenn er es nicht einsetzt. Auch kein Argument, finde ich. Ja.
Das hast du vorhin gemeint, glaube ich, dass das so ein bisschen gecheatet war. Wie gesagt, ist kein fairer Kampf. Wir sind hier auch nicht im Ring. Und wenn wir gleich zu Fairness kommen, dann wartet mal gleich ab. Auf Move von Godzilla, auf den sind wir noch gar nicht eingegangen. Das kommt gleich. Und das war schon eigentlich ein ziemlich geiler Move hier, oder? Das war auf jeden Fall so ein typischer Trash-Move von Godzilla. Ich bin übrigens immer noch Team Godzilla, ne? Nur weil ich halt jetzt hier immer sage, dass Kong den Kampf gewonnen hat, denken viele, ich bin auf einmal Team Kong geworden, aber nein. Ich bin immer noch Team Godzilla, aber ich finde, man sollte sowas auch nicht zwingend so abkulten, irgendeine Figur, wenn die halt einfach mal einen Kampf verliert, ne? Kong wäre sonst tot, na klar, na klar. Ich glaube, Godzilla dachte einfach, dass Kong so schwach ist wie in Godzilla vs. Kong und einfach nicht alles eingesetzt. Das kann möglicherweise sein. Wie gesagt, ich habe nie behauptet, dass Kong stärker ist. Es steht zwar im Titel, jetzt hier, aber auch mit einem Fragezeichen hinten dran. Ich hatte damals nur gesagt gehabt, dass Kong Godzilla hier besiegt hat in diesem Kampf. Er hat diesen Kampf gewonnen. Und jetzt kommen wir, glaube ich, an den Punkt, an dem Kong erst ernst macht. Wo er jetzt wieder diesen Fuß sieht und sich daran erinnert, das war auch so in Godzilla vs. Kong gewesen. Das ist nicht so gut für mich ausgegangen. Jetzt macht er erst ernst. Und ja, er hat den Handschuh als Waffe und auch als Verteidigungsding. Das ist vollkommen richtig. Aber Godzilla hat sich einfach zweimal transformiert. Zweimal. Das dürfen wir nicht vergessen. Schieben wir es von mir aus einfach auf Godzillas Dummheit, dass er einfach weder auf die Idee kommt, diesen Atomic Pulse zu machen oder einen Atomic Breath. Das kann man als Dummheit darstellen, aber es ist. Ja, das ist. Ey, ohne Scheiß, das ist wie im Wettkampf, wenn man diese Wettkampfmetapher jetzt wieder nehmen will. Wenn du halt einen Gegner unterschätzt und meinst, du bist automatisch einfach krasser als der andere, und dann kommst du einfach in eine Situation, wo du nicht mehr rauskommst und dann verlierst du einen Kampf. Hast du trotzdem verloren. Auch wenn du vielleicht an sich stärker wärst als der andere, du hast den Kampf verloren. Scheiße gelaufen. So sehe ich das auch hier gerade. Hat Godzilla in Evolved noch diesen Puls? Weiß ich nicht. Ich würde mal sagen, ja. Ich wüsste jetzt nicht, warum der weggehen soll, wenn er vom Blauen in den Evolved geht. Aber auch wenn nicht, er hat ja trotz allem den Atomic Breath. Das reicht ja schon, um Kong eigentlich platt zu machen. Gut. Kong konnte auch in Godzilla vs. Kong den Atomic Breath plötzlich mit so einer, was waren das gewesen, mit so einem Dach abblocken, was auch dumm gewesen ist eigentlich, aber. So, und jetzt sind wir bei der Situation angekommen. Jetzt ist Kong in der Position zu sagen, ich entscheide, ohne dass mir jemand irgendwie dazwischen kommen kann, wie dieser Kampf ausgeht. Dann hast du gewonnen. Dann ist der Kampf für dich entschieden. Das ist, also, ich finde, da gibt es wenig zu diskutieren. Der einzige Grund, warum Godzilla jetzt wieder aufstehen kann, ist der, dass Kong eben den Kampf nicht mit einem toten Godzilla beendet hat. Und was jetzt passiert, wo wir es mit dem Sand vorhin hatten, ne, das feige Angreifen von Kong, was Godzilla jetzt macht, ist einfach, er greift Kong von hinten an. Ich hätte mir übrigens auch von so Szenen mehr gewünscht. Ich hätte gerne öfter gesehen, dass die beiden sich so ein bisschen kappeln, dann irgendwie so Szenen dabei rauskommen. Das wäre echt witzig gewesen. Godzilla trifft übrigens kein einziges Mal mit diesen Atomic Breath-Strahlen, ne? Also nicht wirklich krass. Er trifft, glaube ich, einmal ganz kurz Ghar King am Fell, aber sonst trifft er, glaube ich, nie damit. Wie so ein Stormtrooper. Bleibt ja Godzilla nichts anderes übrig, als von hinten zu feuern. Ja, gut, er hätte im Endeffekt aber auch mit seinem Schwanz hätte er Kong erstmal auf den Boden runterziehen können oder sowas. Das würde ja auch noch funktionieren. Ja, jetzt könnte man hier natürlich sagen, okay, Godzilla hat jetzt erst ernst gemacht, nachdem er von Kong auf die Fresse bekommen hat. Das würde ich auch zählen lassen. Jetzt hier beim zweiten Kampf. Das ist quasi jetzt das Rematch von davor, wenn Godzilla halt krass
wirklich ein Hart auf Hart macht, dann gewinnt er eben den Kampf. Ja, jetzt kommt eben Mothra mit rein und klärt die ganze Nummer. Aber trotzdem bleibe ich dabei, dass hier, an dem Augenblick, wo Godzilla hier K.O. geschlagen wurde, wäre der Kampf eigentlich gelaufen gewesen. Wäre das passiert in Godzilla vs. Kong, hätte Kong sehr wahrscheinlich Godzilla umgebracht. Ja, das ist schwer zu leugnen, finde ich. Da kann man wirklich sagen, aber ich habe Kampfsport gemacht, bla bla bla. Man hat in Godzilla vs. Kong gesehen, er hat ihn kurz getroffen. Da war sein Fell und hat verbrannt. Nee, wir reden aber jetzt hier von dem Film, ne? Von Godzilla X Kong. Also Godzilla Kong, nicht Godzilla vs. Kong. Da habe ich gemeint, da hat er mit dem Atomic Press gar nicht getroffen. Jetzt habt ihr aber gemeint, doch zweimal Shimo. Hat das Shimo was ausgemacht? Großartig? Ich weiß es gar nicht mehr. War jetzt auch erstmal nur ganz kurz hier so eine kleine Kampfanalyse, noch nicht mal mehr. Wir haben einfach jetzt mal ganz kurz hier diesen Kampf mehr oder weniger besprochen. Ich bleib dabei, ja, Kong hätte, wenn das ein hart auf hart, Leben auf Tod Kampf gewesen wäre, hätte Kong Godzilla jetzt hier gekillt. Auch wenn Godzilla ihn unterschätzt hätte, was auch immer da für Ausreden kommen könnten, der wäre jetzt tot.